Einen wunderschönen. Da bin ich mal wieder, euer Odin, und ich begrüße euch mal wieder zu einer Gameplay-Review. Und diesmal wieder eine Collection, und zwar, also ein Remaster besser gesagt, und zwar die Uncharted Collection, also die Nathan Drake Collection, wie ihr da auch schon seht. Wir werden das jetzt mal starten und wir werden uns jetzt mal angucken, wie die Grafik jetzt im Gegensatz zur PS3 ist, obwohl sie auf der PS3 ja, fand ich, eigentlich schon sehr schön aussah. Jetzt ist mein Headset ziemlich laut. So, Sprache auswählen. Wir haben hier wieder mehrere Sprachen. Türkisch, Polnisch, Portugiesisch. Wir nehmen natürlich Deutsch, damit komme ich am besten klar. Oh. Hinten ist... Guck mal auf seinen Körper. Also die Klamotten, die er anhat. Das ist so die Landkarten mäßig so. Geil. So, Uncharted. Also wir haben den ersten. Darkness Schicksal. Dann haben wir den zweiten Teil. Den dritten Teil. Also alle drei Teile schön vereint auf einer Blu-ray. Und jetzt kommt ja noch der vierte Teil. Da bin ich ja schon ganz heiß drauf. Ja, wo fangen wir denn an? Ja, wir gucken uns erstmal die Option an und dann würde ich sagen, dann mache ich so eine halbe, dreiviertel Stunde zu jedem Uncharted-Teil, dass ihr da wirklich mal von jedem Teil so die Grafik sehen könnt, mache ich dann mal so zwei Parts von jedem. So, wir haben Spiel, Untertitel machen wir ein, Spieltipps haben wir ein, Tutorial-Tipps auch ein, Benachrichtigung über Freunde. Achso, wenn Kumpel das gespielt hat. Achso, okay. Das finde ich gut, das ist auch ein, das ist ja Fotomodus aktivieren. Machen wir auch mal ein. Will ja auch mal ein paar Fotos machen können. Steuerung. Wir haben auch Kamerasteuerung mit bei. Oh, das sieht doch schon gar nicht mal so schlecht aus. Anzeige. Sieht auch gut aus. Audio. Lautstärke, Soundeffekte, lassen wir mal an, aber ich werde mal die Musik so auf der Hälfte machen. So, weil die ist bei mir im Headset schon ziemlich laut. Filme und so, das kann alles schön brachial rinklatschen, aber ich ja sowieso leise. Aber alles andere, also die Musik muss definitiv leiser sein. So, Ausgabe. Aha. Lass mal so, so habe ich jetzt momentan den besten Sound. Okay. Aber ordentlich was zum Einstellen. Hier können wir nochmal die Sprache ändern. Untertitel. Wir können zum Beispiel Text in Deutsch, Untertitel denn in Englisch und... Geil. Also da haben sie es aber echt genau genommen. Dann können wir uns mal die Mitwirkenden angucken.
So. Haben wir hier ja natürlich, haben wir hier die gleichen? Hier haben wir die gleichen. Das finde ich gut. Das finde ich sehr gut. Also wir brauchen nicht für jedes Spiel separat irgendwas einstellen. Wir haben einmal Einstellung für jedes Spiel. Das finde ich gut. Ja, dann würde ich sagen, dann fangen wir einfach auch mal mit Teil 1 an. Lass uns mal überraschen. So mache ich so 20, 30, 40 Minuten irgendwas in dem Dreh zu jedem Spiel, würde ich sagen. Ein neues Spiel muss ich ja machen. Aber wir haben hier nochmal Optionen. Dann kommen wir auch wieder ins gleiche Optionsmenü. Neues Spiel. Kampagne. Fortlaufender Speedrun. Ne, wir nehmen einfach mal Kampagne. Und... Forscher. Einfach, normal. Extrem schwer. Ach du. Gnadenlos. Leck mich eine Dash. Ja, wir machen Forscher. Spielstatistiken, Trophäen und der Erhalt von Fortschritten sind in diesem Modus deaktiviert. Nee. Nee, 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 nee. Wenn ich eine Trophäe kriegen kann, dann will ich so haben. Wäre doof. Ich habe 1 und 2 gar nicht. 1 habe ich gar nicht gespielt. 2 habe ich angefangen zu spielen. Wollte es weitermachen, bin ich dazu gekommen. Durch die ganzen Projekte. Und 3 habe ich in der Schrankwand liegen. Muss ich gestehen, habe ich noch nicht mal angefangen. Wir befinden uns hier vor der Küste Panamas und haben vermutlich soeben den Sarg des Entdeckers Sir Francis Drake geborgen, der vor über 400 Jahren im Meer bestattet wurde. Haben Sie denn überhaupt keine Skrupel, die Gebeine Ihres Vorfahren zu schänden? Schänden ist kein schönes Wort. Und überhaupt, Sie glauben mir doch nicht. Naja, ich habe mich informiert. Und soweit ich herausgefunden habe, hatte Francis Drake keine Kinder. Auch Historiker liegen mal falsch. Zum Beispiel kann man einen leeren Sarg nicht schänden. Hölle! So ein Teufel! Was ist das? Los, zeigen Sie mal! Nein, 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 was soll das? Der Deal war für den Sarg. Mehr nicht. Warten Sie mal, wenn mein Sender diese Expedition nicht bezahlt hätte, dann... Sie haben Ihre Story, Lady. Mr. Drake, wir haben einen Vertrag abgeschlossen. Ich habe das Recht, alles whoa, whoa, whoa. Zu sehen, was wir... Halten Sie mal die Luft an. Sally, wir haben ein Problem. Beeil dich. Hey, warten Sie. Was ist hier los? Piraten. Piraten? Ja, und die Jungs machen keine Gefangenen. Naja, keine männlichen. Was reden Sie denn da? Sollten wir nicht die Marine zur Hilfe rufen? Tolle Idee, nur haben wir leider keine Genehmigung, um hier zu suchen. Was? Ja, wenn Sie also in Panama nicht im Knast landen wollen, sollten wir uns selbst darum kümmern. Was ist schlimmer? Sie waren offensichtlich noch nie in Panama im Knast. Können Sie damit umgehen? Klar, wie mit einer Kamera. Man hält einfach drauf und drückt ab. Sehr gut. Los geht's. Wir haben die uns hier draußen gefunden. Ach, die Typen verfolgen mich seit Wochen. Ich dachte schon, sie wären weg. Was haben Sie diesen Kerl getan? Ja, das ist eine lange Geschichte. Die Jungs können Sie nicht leiden, was? Weniger reden, mehr schießen!
Beeil dich, Sully. Sully, wo bist du? Na! Ich hab ihn! Oh, oh! Da! Jawoll! Der hat einen Raketenwerfer. Okay, das ist nicht gut. Was ist das? Hau rein, Sully! Meine Portion fliegt dann wohl nicht zurück. Die Kavallerie kommt. Eigentlich lief's ganz gut, bis das Boot in die Luft geflogen ist. Alles klar? Ach, eine Therapie wird schon richten. Na, wenn das mal nicht die hübsche, begabte Elena begreift. Oh, dafür kommen Sie in den Bericht? Ach, ich wirke lieber hinter den Kulissen. Victor Sullivan. Oh. Ach, das gibt's doch nicht. Wie wär's mit Abhauen? Bevor es hier noch mehr Ärger gibt. Und? Ein kleines Geschenk von Sir Francis. Aha, ihr habt den Sarg gefunden. Warte mal, ist das das, was ich denke? Jakes Tagebuch. Ich hatte doch recht. Sein Tod war vorgetäuscht. Er muss große Pläne gehabt haben. Ja, aber das behalten wir lieber mal für uns. Danke fürs Ausleihen, Mr. Drake. Ein Blick ins Tagebuch hätte ich mir verdient, finde ich. Also, als Drake im Pazifik aufkreuzte, hat er die Spanier total überrumpelt. Er kaperte ihre Schiffe und alle Karten, Briefe, Tagebücher und notierte alles hier drin. Oh, genau. Bei seiner Rückkehr nach England beschlagnahmte die Krone all seine Karten und Logbücher. Auch das hier. Und verpflichtete die Besatzung zum Schweigen. Ja, und das... Verstehst du, Drake hat damals etwas entdeckt, Sully. Etwas so Geheimes und so Kostbares, dass es keinesfalls rauskommen durfte. Ja, schon gut, Nate. Tu mal einen Moment so, als wäre mir dieser Quatsch egal und komm auf den Punkt, okay? Kommst du eigentlich immer gleich zur Sache? Da stehen die Frauen bestimmt total drauf. Hat sich noch keine beschwert. Bitte, wie du willst. Dann kommt jetzt der gute Teil. Nur für dich. Na? Das echte Eldorado. Der hatte wirklich große Pläne. Versteht da sonst noch was? Ah, auf einmal interessiert's dich, was? Ja. Yeah. Aber leider nein. Die letzte Seite fehlt. Ja. Ich sag's dir, Sully.
Das ist es. Endlich haben wir Glück. Ja. Aber wir haben da ein kleines Problem. Ja, das sage ich doch. Explodiert. Versenkt. Aber dafür gibt's ja Versicherungen, stimmt's? Oh. Oh nein, die Kamera... Nein, die Kamera ist ganz. Mach dir um die keine Sorgen. Praktisch wie neu. Sally, das Mädel ist knallhart. Du hättest sie sehen sollen. Toll, dann geh doch und sag ihr, dass wir die goldene Stadt gefunden haben. Vielleicht bringen sie es heute Abend noch im Fernsehen. Ach, komm schon. Nate, vertraust du mir? Mehr oder weniger? Gut, denn bald ist jeder Kleinkriminelle der Welt hinter diesem Schatz her. Wir müssen sie loswerden. Sofort. Du bist ein echter Gentleman, Sally. Ich weiß. Ist mies. Sie wird zu verstehen. Nein, das ist... Unser Budget interessiert mich nicht. Ich meine, ist dir klar, dass das die größte Story des Jahres wird? Hi. Nein, ich traue ihn nicht, okay? Darum müssen wir uns beeilen. Schick mir einfach das Kamerateam und ich verspreche dir, dass... Das kann doch nicht wahr sein. Echt wissen müssen. Oh, warte. Langsam, Kleiner. Ich bin nicht mehr der Jüngste. Für die kleine Kellnerin in Lima hat's aber gereicht, was? Das ist was anderes. Aber ich geb's zu. Weniger anstrengend war's nicht. Na, du hast es gleich geschafft. Wir sind fast da, alter Mann. Da fällt mir was ein. Habe ich dir mal erzählt, wie ich Pablo Escobar ein gefälschtes Bild aus dem 16. Jahrhundert vertickt habe? Riskant, klar. Aber als er es rauskriegte, war ich schon. Nate, hörst du mir eigentlich zu? Ich lausche gebannt. Ach, du Undankbarer. Ja, die Grafik sieht doch ganz gut aus. Mal Bäume angucken. Hier. Ja, ein bisschen flach, wie wir von alten Spielen kennen, aber nicht ganz so flach wie früher, finde ich. Da haben sie schon ordentlich ein bisschen was aufgehört. Ich habe nur T2 und T3. Weißt du wirklich, dass Francis Drake auch hier war? England ist ganz schön weit weg. Und? Ich kapier's nicht. Das Ding sagt, hier ist die markierte Stelle. Vielleicht liest du es falsch ab. Zeig mal her. Nein, wir sind schon richtig. Hier ist nichts, Nate. Wieder eine Sackgasse. Bleib ruhig, Sally. Ganz locker. Dann sehen wir uns mal um. Mann, da findet man leicht eine Nonne im Bordell. Na, das sieht doch gut aus. Wer hat das wohl gebaut? Die Inka? Nein, das ist noch älter. 2000 Jahre älter. Wie komme ich jetzt hier hoch? Vielleicht hier?
Denke mal, ich muss mich da irgendwie voranarbeiten. Hier auch nicht. Ah, hier. Den Wald vor lauter Bäumen wieder nicht gesehen. So. Boah, was gefunden? Bis jetzt nicht. Pass auf da oben! Hey, irgendwas stimmt hier mit dem Boden nicht. Klingt hohl. Wir müssen das irgendwie einschlagen. Damit. Also darüber. Wow. Oh, oh, oh. Ja, die Steuerung so Assassin's Creed-like. Ja. Ja. Mhm. Gut gemacht, Kleiner. Brauchen wir wohl die Taschenlampen. Oh, oh. Boah. Ich finde, also müsst ihr doch zugeben, das sieht doch wirklich gut aus. Was für ein nettes Fleckchen Erde. Du hast was anderes erwartet, hm? Ja, wo ist das scheiß Gold? Das Ding ist schon vor langer Zeit geplündert worden. Dieser verdammte Pirat! Nein, das war sicher nicht Drake. Schau dir das mal an. Spanier. Die Spanier sind ihm wohl zuvorgekommen. Was ist los, Sully? Nate, mir geht es nicht um irgendwelche Eimer. Ich steck bis zum Hals in Schulden. Ich hab mir hier wirklich was erhofft. Zu viele Lokalrunden in Lima, hä? Huh? Das und... Ja, ein paar Geschäfte mit den falschen Leuten. Solltest du nicht deine Finger von den bösen Jungs lassen? Und von den bösen Mädels? Ach, und was ist mit dir? Was soll das denn heißen, hä? Huh? Die Reporterin. Hab gesehen, wie du sie anhimmelst. Elena? Blödsinn. Bei der bin ich unten durch, seitdem wir sie am Dock stehen gelassen haben. In der Liebe und im Krieg ist alles erlaubt. Und was soll denn da bitte der Unterschied sein? Das, mein Freund, musst du schon selbst rausfinden. Die Spanier haben echt viel Mist dagelassen. So, dann würde ich jetzt sagen, ich kann ja jetzt nicht mehr so machen, wie früher einfach mit Cutten und so. Jetzt muss ich den Cut hier von Hand machen. Dann mache ich hier mal einen kurzen Cut und wir sehen uns gleich im nächsten Part wieder.